Oh, danke. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Willkommen zu meinem Podcast Wirke, wie du willst. Ich bin Yvonne de Bark, ich bin Schauspielerin und Trainerin für Körpersprache. Und heute geht es um die Körpersprache beim Schenken und beim Beschenktwerden. Jetzt ist gleich Weihnachten und ich höre so viel über, oh Gott, was schenke ich denn nur? Und viele sagen schon, ja, ich habe schon alle Geschenke, jetzt ist es bald soweit und dann kommt der große Moment. Man erhält das Geschenk und dann packt man es aus und dann ist es eine Krawatte. Oder für Frauen eine HSV-Bettwäsche, ein Benzinkanister. Oder, was ich auch schon gehört habe, 700 Euro, um dir mal was Schönes zu kaufen. Habe ich tatsächlich mal gehört. Irgendjemand hat 700 Euro geschenkt. Also ein Mann hat seiner Frau 700 Euro geschenkt. So, kauf dir mal. Ich mag nämlich deinen Style überhaupt nicht. Ja, aua, Schlag ins Gesicht, tut weh, aber okay. Es gibt jetzt einige körpersprachliche Signale, die ihr senden könnt, wenn ihr beschenkt werdet. Also zuerst mal widmen wir uns dem Moment des Geschenks, des Beschenktwerdens. Das ist ja immer ein bisschen tricky. Also man bekommt etwas und entweder man freut sich tatsächlich, da muss man gar nichts machen. Das ist super. Oder man bekommt etwas und es ist nicht so ganz dein Fall. Also es trifft nicht ganz deinen Geschmack und das ist jetzt sehr euphemistisch ausgedrückt. Manchmal bekommt man Geschenke, die man, naja, nicht wirklich gut findet. So, wie reagiert man dann? Soll man dann sagen, das ist jetzt nicht so mein Fall, oder wie soll man sich verhalten? Zuallererst Kollegen gegenüber, bitte lügt, was das Zeug hält. Lächelt, und zwar lächelt so, dass die Augen mitlächeln, und freut euch. Oh, vielen Dank. Wenn ihr euch zu sehr freut, kann es natürlich sein, dass ihr nächstes Jahr das gleiche Geschenk wiederbekommt, weil ihr euch ja so wahnsinnig gefreut habt. Das Gleiche gilt übrigens auch für die Partnerschaft. Wenn ihr euch zu sehr freut und zu sehr übertreibt, dann könnt ihr damit rechnen, dass ihr zum Geburtstag, zu Ostern, zu Weihnachten, zum Nicht-Geburtstag, zum Erntedankfest immer wieder das Gleiche bekommt, weil es ist ja Tradition. Und ich weiß ja, dass es dir so gut gefällt, deswegen habe ich gleich einen Zehnerpack gekauft für die nächsten Geburtstage und Weihnachtsfeste. Wenn du dich jetzt gar nicht freuen kannst, dann freu dich über die Geste. Es hat sich jemand die Mühe gemacht und hat dich beschenkt. Das ist schon wertvoll genug. Es muss ja nicht gleich was sein, was dich in Ohnmacht fallen lässt oder total vom Hocker reißt. Freu dich über die Geste, lächel und sag Dankeschön. Wenn du dich jetzt wirklich gar nicht darüber freust und es ganz, ganz schlimm findest, was du da bekommen hast, dann habe ich einen kleinen Tipp für dich. Du öffnest das Paket, schaust es an, guckst hinein und dann strahlst du und sofort umarmst du den Schenkenden. Weil, wenn du den Schenkenden umarmst, dann kann er dein Gesicht nicht mehr sehen und du musst nicht mehr so lange lügen. Was jetzt natürlich nicht heißen soll, dass wenn euch jemand sofort umarmt, nachdem er das Geschenk bekommen hat, dass es ihm dann nicht gefällt. Nein. Aber für euch ist es eine Möglichkeit, aus dem Dilemma rauszukommen, dass ihr euch jetzt nicht 3 Minuten künstlich freuen müsst, sondern einfach Dankeschön und dann umarmen und festhalten. Wenn ihr dem anderen jetzt ein gutes Gefühl geben wollt, dass euch das Geschenk wirklich gefällt, dann betrachtet es von allen Seiten. Probiert es aus, wenn es was zum Ausprobieren ist, oder probiert es an, wenn es was zum Anprobieren ist, und findet immer wieder schöne Sachen daran. Es ist besonders weich, es ist besonders schön, es ist, das wolltet ihr schon
immer haben, oh Gott, dieser Spruch, oh nein, das habe ich mir schon immer gewünscht. Naja gut, wenn ihr das so sagen könnt, dass es wirklich echt klingt und wenn das wirklich was ist, was ihr euch immer gewünscht habt, dann sagt es auch. Nur versucht nicht irgendwas zu lügen. Sucht kleine Details. Es ist wie wenn wir versuchen, jemanden zu loben und sagen, das hast du gut gemacht. Nein, so loben wir nicht, sondern wir suchen uns Details. Wir suchen uns kleine Details, die wir dann hervorheben. Zum Beispiel, nicht das hast du gut gemacht, sondern ich finde es gut, wie du die Präsentation nur am Flipchart gehalten hast, weil das so lebendig war. So, das ist jetzt ein Detail. Und genauso könnt ihr das mit Geschenken auch machen. Ihr lobt ein Detail davon. Ihr hebt das hervor, das, was euch wirklich daran gefällt. Ach, was für eine hübsche Verpackung, du hast selber viel Mühe gegeben. Oder oh, du wusstest, dass das meine Lieblingsfarbe ist. Oder da bin ich aber mal gespannt, wenn ich das erste Mal ausprobiere. Oder das passt super zu meinen pinkfarbenen Schuhen. Oder sonst irgendwas. Ich persönlich bin ein großer Freund davon, sich einfach mal zu freuen, dass jemand an mich gedacht hat und dass er sich Gedanken gemacht hat. Und da kann ich auch mal die Mundwinkel nach hinten bis zu den Ohren ziehen und meine Augen mitlachen lassen. Ich finde das eine viel, viel bessere Alternative, als wenn man schmollt und sagt, ja, da habe ich mir was anderes vorgestellt. Nee, ist nicht so mein Fall. Ach, naja, hättest du ja mal ruhig mal nachdenken können. Ja, das war jetzt die Körpersprache der Beschenkten. Also wenn man das Geschenk bekommt, dann gibt es jetzt noch die Körpersprache des Schenkenden. Wenn du etwas schenkst, es gibt ja Leute, die schenken nicht so gerne, weil es ihnen peinlich ist. Die machen sich Mühe und geben Energie rein und überlegen sich was. Und dann, sobald sie das Geschenk überreichen, in dem Moment schauen sie dann peinlich berührt zur Seite weg und sagen vielleicht auch noch, es ist ja nichts Besonderes. Doch, es ist was Besonderes, wenn du schenkst. Natürlich. Und ob es was Besonderes ist oder nicht, das entscheidet alleinig der Empfänger. Also ob das, was du geschenkt hast, was Besonderes ist und nicht du. Du hast es zu etwas Besonderem gemacht, weil du dir Gedanken gemacht hast. Das einzige Mal, dass du sagen darfst, es ist nichts Besonderes, ist, wenn du ein Auto verschenkst. Dann darfst du sagen, es ist nichts Besonderes. Und dann darf der andere sagen, es wäre doch nicht nötig gewesen. Und dann darfst du sagen, ich weiß. Wisst ihr, warum ich immer Geschenke bekommen habe, die ich gut gefunden habe? Das ist, weil ich genug Hinweise vorneweg gegeben habe. Männer können wirklich, also die meisten, die winden sich und überlegen und wissen nicht genau, was sie schenken sollen. Und da gebe ich einfach ganz kleine Hinweise. Manchmal mache ich vielleicht einen kleinen Einkaufsbummel Wochen vorher und dann bleibe ich am Schaufenster stehen und sage, oh, guck mal, ach, die Jacke ist ja schön. Und wenn dann überhaupt keine Reaktion kommt, dann füge ich noch hinzu, ach, diese Jacke ist ein Traum. Und wenn dann immer noch keine Reaktion kommt, oh wehe, dann sage ich, oh, aber ich kaufe sie mir jetzt nicht, weil bald ist ja Weihnachten. Zwinker, zwinker. So, und dann sollte auch der Letzte verstanden haben, dass ich diese Jacke haben möchte. Und dann freue ich mich auch schneeschnitzelig darüber. Das Beste ist aber, wenn man dann anfängt zu sagen, wir schenken uns nichts. Ja, irgendwann hat man halt keine Ideen mehr, was soll man sich schenken. Und wir schenken uns nichts, kann man mal ausprobieren. Funktioniert aber nur, wenn sich auch beide eisern daran halten. Ich habe das schon so oft ausprobiert und im letzten Moment hüpft mir irgendwas vor die Füße und das packe ich dann ein und dann habe ich es am Weihnachtsabend da und dann traue ich es mich nicht zu geben, weil
wir schenken uns ja nichts. Ja, und dann hat man ja doch immer irgendwas dabei. Aber das Gute ist, der andere Teil von wir schenken uns nichts war, der hat genauso gedacht und dem ist auch im letzten Moment nach irgendwas vor die Füße gesprungen, was er eingepackt hat. Und so wird aus, wir schenken uns nichts. Du hast ja doch was für mich. Aber jetzt mal ohne Witz. Also wenn man vereinbart, wir schenken uns nichts, dann sollte man sich auch nichts schenken. Also ich hatte mal die Vereinbarung, dass wir schenken uns nichts vertraglich folglich festgelegt ist. Und zwar bis eine Woche vor Weihnachten darf man sich überlegen, ob man was schenkt oder nicht. Und eigentlich heißt es, wir schenken uns nichts, aber wenn dem einen doch was vor die Füße fällt und er kauft das dann oder sie oder ich kaufe das dann, dann muss ich dem anderen sofort sagen, übrigens, ich werde was für dich haben oder ich habe was für dich gefunden, sodass der andere noch losrennen kann und ein Notgeschenk kaufen kann. Ich weiß aber dann, dass es nur ein Notgeschenk ist, weil wir uns ja eigentlich nichts schenken. Also eigentlich funktioniert es ja wieder. Ja, man muss einfach nur über die Dinge reden. Das war meine Folge des Podcasts Wirke, wie du willst. Es ging um Schenken und Beschenken, die Körpersprache und Wirkung beim Schenken und beschenkt werden. Ja, die Folge, ach du schöne Beschenkung, ist jetzt vorbei und ich würde mich freuen, wenn du deine Fragen weiter an mich schickst an office@yvonnedebark.de oder besuch mich auf Facebook oder LinkedIn oder Instagram oder Xing. Ich bin überall irgendwo zu finden oder auf meiner Homepage www.yvonnedebark.de. Da habe ich übrigens auch einen Masterkurs. Da kannst du nach 52 Videos das, was ich kann, nämlich Körpersprache lesen, wahrnehmen, Signale wahrnehmen und du kriegst auch viele, viele Tipps, wie du so wirken kannst, wie du wirken willst. Also viel Spaß und ich wünsche dir einen guten Rutsch. Ich mache jetzt mal 2 Wochen Pause, glaube ich, weil ich bin nämlich in Urlaub und da werde ich ein bisschen wirkungsvolle Energie sammeln und ich wünsche dir bis dahin wirkungsvollen Erfolg. Deine Yvonne de Bark. Oh, bitte bewerte doch den Podcast, wenn er dir gefallen hat. Das würde mich total freuen. Tschüss. Halt, stopp. Du hast es geschafft. Du hast die Möglichkeit für 30% Rabatt meinen Masterkurs zu bestellen. Nur du, weil du wirst gleich das Codewort erfahren, das du mir an office@yvonnedebark.de schreibst. Und dann trete ich mit dir in Kontakt. Das Codewort lautet: Wirke, wie du willst, in einem Wort. Und schreib dazu: Ich hätte gerne den Masterkurs Achtung Körpersprache. Dann bekommst du von mir einen Code zugeschickt. Den gibst du dann bei der Anmeldung in meinem Shop auf meiner Seite www.yvonnedebark.de ein. Und nur du kannst den Masterkurs für 30% Rabatt bekommen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Deine Yvonne.